ahnungslos stehen sie da, die unschuldigen Sämlinge. Zusammengezogen und mit Liebe gehegt und gepflegt, aber sie wissen noch nicht, was auf sie zukommt. Denn sie werden grausam enden. Und jetzt kommt's. Die schleimigen Ungeheuer nähern sich im Schneckentempo. Sie lassen nichts zurück außer Dreck und Chaos. Salatgedicht. Der Winter ist zum Glück vorbei. Zu Ende ist die Jammerei über kalte Luft aus Osten und die hohen Heizungskosten. Die Witwe Kraus im Garten geht von Zeit zu Zeit, auch wartend steht, um erste Knospen zu entdecken, die doch noch tief im Boden stecken. Wenn dann die Temperaturen steigen, die Sprossen erste Spuren zeigen, die Triebe auch im Weibe reifen, die sie im Winter musst verkneifen. Den Samen, den der Herr geschenkt, sie ärgst in die Erde senkt, damit Radieschen und Salat im Sommer und im Herbst parat. Schon bald sieht sie mit Wohlbehagen die Keime aus dem Boden ragen und damit sie kräftig sprießen, muss man sie geschäftig gießen. Doch dann, vor Schrecken sie erstarrt, sie sieht die Schnecken schon erwacht, die gierig mit den Fühlern riechen und zu den kleinen Pflänzlein kriechen. Denn jung und zart, sie schmecken lecker, jedem dieser Schneckenschmecker, die zum Danke nach den Prassen ihre Schleimspur hinterlassen. Doch Frau Kraus greift jetzt zur Schere, schneidet Schnecken kreuz und quere, oder manchmal auch zum Messer, um zu vernichten diese Fresser. Sollen doch in Glied und Reihen ihre Pflänzlein gut gedeihen. Und sie bringt zu diesem Zwecke jede Schnecke um die Ecke. Indes des Nachts, jawohl, das weiß ich, die Schleimer werden richtig fleißig. Und hervor aus allen Ecken kriechen ungezählte Schnecken. Währenddem ganz ohne Kummer Witwe Kraus in sanftem Schlummer, träumt von Kohl und Blattspinat, nicht vom Schneckensyndikat. Vielleicht auch schmiegt sie momentan sich an einen Bettkumpan bei Kerzenschein und Dämmerlicht. Nein, nein, das weiß ich wirklich nicht. Jedoch, ich ahne schon, oh Backe, eine Schneckengroßattacke. Gierig die Tentakeln wackeln, lange werden sie nicht wackeln. Ahnungslos, die Kraus-Annette liegt in ihrem warmen Bette und hat gerade mit ihrem Freier ein schönes Liebesabenteuer. Bei Kerzenschein und Dämmerlicht, nein, nein, das weiß ich wirklich nicht. Die Schnecken kommen angekrochen, sie haben es schon lang gerochen und fangen an, ganz unbescheiden das Salatbeet abzuwählen. Frau Kraus genießt jetzt hoch erfreut des Freiers ganze Zärtlichkeit, denn sie hat zur rechten Zeit das gute Schneckenkorn gestreut.
nächsten Morgen um 7:30 die Witwe Kraus ist aufgewacht. Der Freier, tja, man glaubt es kaum, war lediglich ein schöner Traum. Ohne lange abzuwarten, betritt sie ahnungsvoll den Garten, wo dann sofort ihr Atem stockt, was sie erblickt. Sie ist geschockt. Ein Schlachtfeld hat man hinterlassen. Man sieht Annette stark erblassen, die Schnecken haben das Korn genossen und danach noch die zarten Sprossen. Tja, und die Moral von dem Gedicht? Oftmals hält die Werbung nicht, was sie dem Kunden so verspricht.